Fröhliches Fummeln, ihr Lieben. Heute habe ich eine ganz schnelle, rucki-zucki-Kurzrezension für euch. Und zwar zu dem Hustenleibchen von Naturkinder. Wenn man eine ganz normale, stinknormale Weste für ein Baby oder ein Kind stricken will, dann kommt man daran eigentlich nicht vorbei. Ich erzähle euch heute ein bisschen was zur Anleitung, wo ihr die findet und wie sie mir gefallen hat und mit welchem Garn ich meine gestrickt habe. Das Hustenleibchen hier habe ich für mein Mr. Calimero gestrickt in der Größe für 18 Monate. Der ist jetzt 14 Monate alt. Ich wollte es aber ein bisschen größer haben, damit es länger passt. Und es ist im Prinzip einfach nur eine Weste. Ne? Das heißt, Hustenleibchen ist so ein bisschen ökomäßig, ist aber nichts anderes als eine Weste. Ich habe hier unten noch ein Label, ein Karos Fummelei-Label dran gemacht. Das habe ich mir mal bei Dortex machen lassen. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Genauso natürlich für die Anleitung und das Material, was ich hier benutzt habe. Die Anleitung für das Hustenleibchen gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Die gibt es einmal für Babys und einmal für Kinder. Ich habe die Variante für Kinder gekauft. Die ist ab 12 Monaten und geht bis 8 Jahre. Und es sind 6 Größen insgesamt. Leider sind überhaupt keine Maße angegeben für die Größen. Also das muss man sich alles selber ausrechnen mit der Maschenprobe und so weiter, um zu gucken, wie ist der Brustumfang und so weiter, wie ist die Höhe eigentlich am Ende. Also da sind einfach nur Monatsangaben gemacht für die Größen und keine Kleidergrößen. Das finde ich ein bisschen schade. Ist nur eine kleine Sache, ist jetzt nichts Großartiges, keine Riesenkritik. Aber es wäre ganz schön gewesen, wenn da auch Kleidergrößen mit drin gewesen wären, beziehungsweise irgendwie eine Größentabelle, wo man hätte gucken können, wie groß das dann wirklich wird. Super ist, dass eine Maschenprobe angegeben wird. Also man kann gucken, wie die Maschenprobe ist. Man kann das Garn ersetzen. Es war sowieso nicht so hundertprozentig angegeben, was man für ein Garn nutzen soll, sondern nur so grob. Am besten reine Naturwolle. Ich glaube, bis zu 200 Meter Lauflänge auf 100 Gramm war da angegeben. Also eher ein dickeres Garn. Für meine Verhältnisse super dick. Ich stricke ja sonst fast nur mit Sockenwolle. Und ich habe die neue Tibetan von Pasquali verwendet. Da hatte ich 2 Knäuel zum Testen zugeschickt bekommen in diesem schönen Gelb. Die besteht zu 70% aus einer ganz feinen Merino-Wolle und 30% aus Alpaka. Ist ein zweifach gezwirntes Garn, was dadurch sehr luftig ist und ja, im ersten Moment viel dicker wirkt, als es eigentlich ist. Wenn man es dann verstrickt, dann zieht sich der Faden so ein bisschen, weil es so sehr elastisch ist und dann wirkt das auf einmal viel dünner. Ist aber cool, strickt sich super cool, hat mega viel Spaß gemacht, damit zu stricken. Ganz weiches Garn und passt für die Anleitung wunderbar. Er hat das jetzt auch schon einmal angehabt, also es ist nicht mehr ganz ungetragen. Es ist schon so ein bisschen Pilling, aber noch stört es mich nicht. Darf es auch ruhig haben, ist ja ein Kleidungsstück. Die Anleitung ist auf jeden Fall gut geschrieben, stimmig. Ich habe keine Fehler gefunden. Es war alles gut zu verstehen, gut nachzuvollziehen. Meine Mama hat sie auch einmal nachgestrickt, um ja, mir noch eine zweite Weste zu bescheren, damit der Krümel nachher im Herbst und im Winter gut angezogen ist und genug Westen hat, weil wir sehr gerne Westen anziehen. Und die ist auch super klar gekommen, also kein Problem. Man hat nachher 2 Nähte, also man strickt in Reihen und hat am Ende nachher links und rechts eine Naht. Da ist aber ganz gut beschrieben, wie man das zusammennäht, beziehungsweise kann man sich dazu einfach ein Video angucken und dann weiß man, wie es geht. Da stand Matratzenstich, ich habe das jetzt hier einfach irgendwie anders gemacht und dann seht ihr, man sieht hier noch so ein bisschen, dass da die Naht ist, aber eigentlich ist es okay. Eine Naht gibt natürlich immer ein bisschen Stabilität. Wenn ich jetzt hier in kraus rechts stricke und das in Runden mache, dann habe ich natürlich die Gefahr, dass das am Ende hängt und hängt und hängt. Deshalb macht es schon irgendwie Sinn, aber man hätte das Ganze natürlich auch erstmal in Runden stricken können und dann den Rest, wie auch immer. Na? In der Anleitung ist es nur mal in Reihen beschrieben. Und hier oben muss man nachher am Ende die Träger da schließen. Dann strickt die einfach zusammen. Das ist bei mir so ein bisschen krumpelig geworden, habe ich wahrscheinlich irgendwie nicht so ganz richtig gemacht. Ist nämlich nicht mit Bildern erklärt. Also in der Anleitung sind keine Bilder drin, das ist eine reine Textanleitung, was ich eigentlich auch nicht schlimm finde. Ich habe mich da jetzt wahrscheinlich auch einfach nur ein bisschen dumm angestellt. Ich wollte es dann auch unbedingt fertig kriegen und habe mir das da jetzt nicht noch irgendwie, hatte keine Lust, es nochmal aufzutrennen, nochmal neu zu machen. Ich habe es dann einfach irgendwie gemacht und gut war. Aber ich bin nicht hundertprozentig zufrieden mit meinem Ergebnis, sagen wir es mal so. Mit dem Ergebnis der Weste insgesamt bin ich aber sehr zufrieden, also die finde ich schon ziemlich cool, vor allem mit meinem Label da unten auch noch drauf. Sieht sehr süß aus. Bei der Baby-Variante hat man noch einen Knopf dran, ich glaube hier oben an dem einen Träger, das ist einfach damit man das besser überziehen kann. Die Babys haben, die ganz kleinen, die haben im Verhältnis zum Körper noch einen sehr großen Kopf und dann passt der Kopf meistens nicht durch den Halsausschnitt durch. Deshalb ist es besser, wenn man da noch einen Knopf dran hat. Das ist schon ganz sinnvoll. Da müsst ihr nur aufpassen, wenn ihr euch die Anleitung kaufen wollt, für welche Größe ihr sie haben wollt, damit ihr die richtige Anleitung kauft. Also alles, was unter 12 Monate ist, ist die Anleitung mit dem Knöpfchen für Babys und alles, was über 12 Monate ist, ist die Anleitung ohne Knopf für Kinder. Die Anleitung ist insgesamt 5 Seiten lang. Was ich schon relativ viel finde für
eigentlich doch recht wenig Informationen, die man da braucht. Da sind aber noch ein paar mehr Infos drin, wie wasche ich das Ganze nachher am Ende richtig und welches Garn benutze ich am besten. Also da ist schon noch ein bisschen mehr Info. Wenn man es sich ausdrucken will, finde ich, ist es ganz schön viel. Da würde ich empfehlen, es auf zwei Seiten, also die Seiten kleiner auszudrucken, sodass man im Prinzip immer A5 nebeneinander hat. Das ist dann immer noch groß genug und dann verschwendet man nicht so viel Papier. Ich habe für mein Modell hier weniger als 2 Knäule von der Tibetin gebraucht, also weniger als 100 Gramm. Empfehlen würde ich für die Anleitung auf jeden Fall ein richtig schön weiches Garn. Das steht auch drin in der Anleitung. Man soll am besten reines Merino-Garn benutzen. Das ist für Babys einfach das Allerbeste. Hier mit Yak ist es natürlich super warm. Hätte ich wahrscheinlich nicht unbedingt gemacht, wenn ich die Wolle nicht da gehabt hätte und die nicht unbedingt hätte ausprobieren wollen. Aber wer sich was richtig Cooles und seinem Kind was richtig Cooles gönnen will, der nimmt dieses Garn. Das ist echt genial. Super weich und passt wie Faust aufs Auge auf dieses Projekt. Sehr cool auf jeden Fall. Die Anleitung könnt ihr direkt bei Naturkinder kaufen oder auch im Etsy-Shop von Naturkinder. Ich verlinke euch hier einmal unten den Etsy-Shop und da könnt ihr die dann kaufen. Ich glaube 5,90 Euro ungefähr kostet sie. Ist jetzt nicht so wenig für so ein einfaches Projekt, aber es ist halt auch ganz cool. Also man muss natürlich die Größen auch erstmal berechnen und so weiter. Deshalb habe ich mir die auch gekauft. Ich hätte es natürlich jetzt selber berechnen können, aber ich war froh, dass es schon jemand für mich gemacht hat. Und dann bin ich auch bereit dafür, 5,90 Euro zu bezahlen. Absolut okay. Ich sage mir immer, solange es nicht mehr als ein richtig cooler Kaffee-Latte mit irgendwas Spacigem bei Starbucks ist, ist es in Ordnung. Ne? Also wenn man eine Anleitung im Wert eines etwas teureren Kaffees kauft, ist es okay. Von der Anleitung habe ich länger was als von dem Kaffee. Und ich kann natürlich für mehrere Babys und für mein Kind immer wieder stricken. Auch ein Vorteil. Ne? Also ich habe jetzt die 18-Monate-Version gestrickt. Wahrscheinlich stricke ich irgendwann noch mal mehr. Deshalb lohnt sich das schon. Es gibt tatsächlich auch sehr wenige Anleitungen für so ganz einfache Westen für Babys. Ich habe gesucht, gesucht, gesucht. Ihr glaubt nicht, wie lange ich gesucht habe. Ewig, um was Schönes zu finden. Ich hatte Mr. Calimero, als er noch ganz klein war, nämlich so eine coole Weste gestrickt. Die war in dem ersten Klompe-Lompe-Buch. Ich verlinke euch mal hier mein Video, wo ich die zeige. Die Weste ist mega cool. Die trägt er immer noch. Die ist einfach der Knaller. Aber die Anleitung war so kacke, ganz ehrlich, dass ich das Buch direkt weiterverkauft habe. Ich wollte das einfach nicht mehr hier haben. Der Nachteil ist, dass ich es jetzt auch nicht nochmal nachstricken kann. Blöd. Naja, aber ich bin sehr zufrieden mit der Variante hier. Wenn ihr andere coole Anleitungen für Babywesten kennt, meinetwegen auch gerne auf Englisch, dann schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare. Das wäre echt mega cool. Denn ich finde das immer total praktisch. Man kann ihm einfach einen langen Body anziehen und eine Weste drüber. Und dann kann man, ja, nachmittags, wenn es wärmer draußen ist, zieht man die Weste einfach wieder aus. Es ist total cool. Ich mache es mega gerne. Und es sieht auch einfach total süß aus, wenn er eine Weste anhat. Meine Empfehlung für die Anleitung auf jeden Fall, lohnt sich. Kauft euch die, wenn ihr für ein Baby eine Weste stricken wollt, wenn ihr Bock auf ein ganz einfaches, cooles Projekt habt. Ich habe die zum Beispiel am Strand gestrickt und auch auf dem Spielplatz. Dafür ist es ein hervorragendes Projekt. Man kann nicht viel falsch machen. Es gilt einfach immer nur kraus, rechts, zack, zack. Absolutes Anfängerprojekt. Wenn ihr gerade erst anfangt zu stricken für eure Enkelkinder oder Kinder oder für Freunde, dann ist das hervorragend. Empfehle ich euch wärmstens. Ganz viel Spaß beim Nachfummeln dieser Weste. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und abonniert meinen Kanal, damit ihr keine Videos verpasst. Hier gibt es jede Woche neue Anleitungen und solche Videos wie hier, in denen ich einfach irgendwas Spannendes erzähle, was ich so gestrickt habe oder irgendwelche Tipps gebe. Das ist ja vielleicht für euch ganz unterhaltsam und vielleicht auch interessant. Viel Spaß beim Nachfummeln der Weste und dann bis zum nächsten Mal.